So Leute, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil für die Materialien. Diesmal soll es um Imperfections gehen, also sprich um Texturen sind das vor allen Dingen, die halt die Oberfläche weniger perfekt machen sollen. Im Englischen sagt man halt Imperfections dazu. Und zu diesem Zwecke und weil mir irgendwie danach war, ein bisschen Hard Surface mal wieder zu machen, habe ich hier das neue iPhone 12 nachmodelliert und ja, das am Handy sieht man natürlich immer sehr schön Gebrauchsspuren, obwohl man sagen muss, dass die neuen Gläser vor allen Dingen bei den Kameras sehr stoßfest sind. Okay, gut, dann werden wir uns das vielleicht anhand des Displays anschauen und dann gehen wir da mal raus und vielleicht ist da diesmal dann doch das Ding ein bisschen im Weg. Machen wir es so. Okay. Also, hier haben wir unser Material. Ja, das ist jetzt das Glasmaterial. Das heißt natürlich nur Glas. Es ist einfach nur eine dunkle Base Color, wo die Rauheit ganz weit nach unten gedreht ist. Das ist das ganze Material und das schaut jetzt in dem Fall aus wie bei einem Display. Okay, und dafür brauchen wir nicht mal Metallic irgendwie. Ja. Gut, um hier eine Textur hinzuzufügen, ist der einfachste Weg, hier einfach mal rauf zu klicken und dann Ctrl T. Und dann stecke ich das hier einfach wieder ab und habe jetzt hier die gewohnten Sachen und würde jetzt hier mal auf Open gehen und eine Textur raussuchen. Und Texturenordner habe ich hier Imperfections, das sind diese Unperfektionen und das hier ist vielleicht ein bisschen schwierig. Schau mal hier Raindrops. Das schaut ganz interessant aus. Und mal da mal reingehen. Das sieht interessant aus. Es ist aber hier ein bisschen lang gezogen. Müssen wahrscheinlich auf Object gehen. Und die Skalierung. Okay, das ist mal gar nicht so schlecht. Aber vielleicht sagen wir mal 07. Ah, ich habe ein Glück, dass schon wieder der Ofen anspringt, jedes Mal, wenn ich ein Video aufnehme. So, jetzt haben wir schwarz und wir haben weiß. So, bei so Raindrops ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich würde sagen, also man kann mehrere Sachen machen. Man kann die Imperfections nutzen für die Specular, dass das Glanzlicht an den Stellen weniger wird. Für die Roughness, dass es an den Stellen eben rauer wird. Man kann es aber auch mit den Normals machen. Und weil das hier so Raindrops quasi sind, würde ich das mal ausprobieren wollen, dass wir das in die Normal stecken. Die Scratches, die reichen normal auch in der Roughness. Und probieren wir das mal. Also einfach mal einen Vektor Bump hinzufügen. Das ist ja das Ding, was uns aus Schwarz-Weiß-Informationen bei der Height nachher die Normal macht. Dann stecken wir das hier in die Height ein. Und dann schauen wir mal. Das ist natürlich ein bisschen sehr krass. Kann man da deutlichst zurückgehen. Und ist immer noch ein bisschen stark. Von daher müssen wir die Imperfection Map wahrscheinlich anpassen, weil die immer recht vielfältig kommen und in der Regel einfach ein bisschen anzupassen sind. Könnten wir hier mit einer Color Curve wieder machen. Schauen wir erstmal da oben rein. Und machen die ein bisschen milder. Und dann schauen wir da nochmal. Und das sieht schon besser aus. Und jetzt sehen wir, dass sich das Licht dort einfach ein bisschen bricht. Und wenn das Ganze eingetrocknet wäre, dann würde ich das bei den Normals rausnehmen und würde es einfach bei der Roughness reinstecken. Und hier sehen wir jetzt quasi Wasserflecken, ne? Das ist so ein bisschen eingetrocknet. Und gut ist das. Hier könnte man es vielleicht sogar wieder ein bisschen raufsetzen. So. So wäre das doch mal nicht schlecht. Ja, hauptsächlich geht das natürlich mit
glatten Oberflächen am besten. Nehmen wir vielleicht mal eine andere. Und nachher möchten wir die noch mischen. Ich suche eine Scratches. Fingerprint und Scratches hätten wir hier, die wären auch ganz gut. So, was macht er uns da aus? Die ist relativ dezent. Ja, okay. Dann müssten wir die wahrscheinlich ein bisschen raufdrehen. Und dann sehen wir nachher die Fingerabdrücke, die jetzt ein bisschen klein sind. Jetzt müssen wir hier nochmal vielleicht wieder auf 5. Und das ist recht dezent. Darum geht es aber auch bei Imperfections, dass die dezent sind. Auch wenn ich jetzt hier gerade keinen Fingerabdruck finde. Mal was anderes. Das ist hier so ein Pack, das habe ich mal gekauft. Imperfections sind nämlich gar nicht so einfach selber zu machen. Und hier hat man natürlich ganz starke Fingerprints und Scratches. Die sind jetzt hier wahrscheinlich wieder ein bisschen groß. Ja, das ist jetzt einfach mal ein abgegriffenes Handy nach 3 Jahren Gebrauchszeit. Und auch hier wieder können wir einfach, wir haben es nach wie vor in die Roughness eingesteckt, das Ganze einfach so stark machen, wie wir das wollen. Und wenn wir da mal reinschauen, kann man sich das auch schön abmischen, wenn man gewisse Sachen vielleicht nicht haben möchte. Sehen wir jetzt, die Fingerabdrücke sind jetzt schon ziemlich weg und dafür sind eben die Kratzer mehr. Und genauso gut. Ja, hier kommt jetzt alles durch. Und die Fingerabdrücke jetzt noch stärker. So. Und das sieht sehr gut aus. Okay, dann versuchen wir als letztes hier mal was abzumischen. Und mal da hier diese Dinger mal löschen. Gerade schauen, ob das hier mit dem war, das glaube ich. So. Okay, was haben wir hier noch? Die schaut recht unverbraucht aus. Ja, das ist ganz gut. Das könnte man dann zum Mischen nehmen. Und hier nehmen wir eine andere. Und zwar Fingerprint Scratches. Ich hätte ganz gerne nur Fingerprint, wenn es geht. Ah, Scratches hätte man auch. Fingerprint und Scratches. Nehmen wir die mal hier. Ja. Naja. Kurz mal reinschauen. Was, nehmen wir hier eine andere? Oben die Scratches sind nicht schlecht. Und jetzt nehmen wir vielleicht so ein gewischtes Ding hier. Das. Ja, oh, das ist super. Das ist ein sehr schönes Muster. Und ein bisschen abschwächen müssten wir es aber, damit wir dann sehen, ob wir das schön miteinander zusammengemischt haben. Okay, die zwei Sachen wollen wir jetzt miteinander vermischen. Und dafür sagen wir Color RGB Mix. Und könnten den jetzt hier auf Screen stellen. Und dann schauen wir da mal rein. So. Nochmal zum Vergleich. Wir haben einmal nur das Gewischte. Und dann haben wir hier die Kratzer. Und hier mal jetzt beides. Kommt ein bisschen stärker durch, wenn wir das hier wieder raufdrehen. Und jetzt haben wir das miteinander gemischt. Nur weil die Frage war. Und hier gilt das, was wir auch im letzten Tutorial gesagt haben, dass Schwarz eben jetzt für die Roughness bedeutet, dass es gestreut ist und, also, warte mal, Schwarz glänzend und Weiß streuend, das Licht, das Glanzlicht. Sollen wir da mal reinschauen? Das müssen wir noch anstecken. Ja, geht eigentlich auch noch. Ist nicht zu stark, könnten wir hier fast noch. Ja. Das sind eben
die Imperfections, diese Sachen kann man eben, also die hellen Sachen, gerade schwarz-weiß, kann man immer über Screen sehr gut mischen. Könnte sogar noch raufgedreht. Jetzt ist es auch ein bisschen stärker. Und dann funktioniert das echt super. Kann man eben auch dann für Metalle zum Beispiel nehmen und ja, auch für Tischoberflächen zum Beispiel, selbst für Holz, wenn es ein bisschen abgegriffener sein soll. Deswegen ist es da gar nicht so verkehrt, meiner Meinung nach, wenn man da, sag ich mal, 5 Euro oder was in die Hand nimmt und sich so ein Paket kauft. Aber ist meiner Meinung, das sind die Imperfection Maps, Kruzifix, heute hakt's aber. Viel mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Die haben halt immer Farbe schwarz-weiß. Wenn man das noch ein bisschen farbtiefer haben will, könnte man hier theoretisch noch auf Non-Color stellen. Und dann wird die komplette Schwarz-Weiß-Tiefe ausgenutzt. Sollte sie zumindest. Können wir hier nochmal das ein bisschen runterstellen. Wir sehen, dass das einen ganz schönen Effekt hat. Okay. Ja, das. Und wenn das jetzt hier so generell ein bisschen zu stark ist, kann man natürlich das Ganze wegnehmen. Und gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man es relativ skalieren will. Ich hoffe, dass die Wortwahl ist nicht zu schlimm. Dann kann man das mit einer Curve machen. Dadurch wird es quasi gleichzeitig gleichmäßig abgemildert. Ich sage ja heute, hakt es irgendwie. Color Curve, ja, wissen wir eh. Your best friend. Man könnte auch eine Color Ramp nehmen. Die ist im Converter. Color Ramp. Und könnte hier das Ganze schwärzer mischen. Ja, geht auch sehr gut, wie man sieht. Und was man machen könnte, was dann aber im Absolutwert sich bewegt, also ne, relativ ja quasi prozentual, wenn wir jetzt im Absolutbereich arbeiten, dann ist das quasi plus minus. Das heißt, wir brauchen einen Konverter Maß, Matte, und könnten hier sagen, ah, das sieht auch nett aus, wir wollen das nicht addieren, sondern wir wollen subtrahieren. Und sieht fast ein bisschen schräg aus. Clamp. Clamp heißt, dass er nur Werte, also dass bei dass nur zwischen 0 und 1 der Wert sein darf. Okay, das ist Clamp. Und wir sehen, wir haben schon zu viel abgezogen, deswegen ist das jetzt hier wieder komplett spiegelig. Wenn wir da mal auf 0 gehen, sind wir wieder beim Ursprung. Und jetzt könnten wir vom, wir erinnern uns, schwarz ist 0, weiß ist 1. Und wir könnten dann 0,1 abziehen. Und dann passt das auch auf Anhieb. Was hier der Vorteil ist, oder auch vielleicht recht interessant, dass hier jetzt ja wirklich Sachen verschwinden. Also dieses Gewische hier, das ist so dezent vom Ton her, wenn wir das hier runterdrehen, wird das gänzlich verschwinden, weil es dann einfach so, weil es einfach dann unter 0 fällt und dann ist halt einfach 0. Und damit kann man zum Beispiel auch solche Maps ein bisschen filtern. Also viele Maps haben ganz viele verschiedene Kratzer drin, die dann einfach eine unterschiedliche Stärke haben und die man dann über sowas rausfiltern kann. Und damit sieht das dann halt so aus. Ja, das sind so die Sachen. Also Color Curve, Color Ramp und Converter Math, Matte. Und dann haben wir das hier. Das ist echt ein bisschen, das ist nicht so schön. Nehmen wir die da wieder rein. Und haben dann hier unsere Kratzer. Ja, das Ganze könnte man natürlich fürs Metall auch machen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das machen möchte, aber gerade deswegen machen wir es. Glossy ist das. Da jetzt wieder Ctrl-T, dass wir da einfach unsere Sachen bekommen. Und dann könnte man hier die können wir Dust und Scratches von mir aus. Fingerprint und Scratches. Das wollte ich haben. So, schauen wir da mal. Okay. Auf Object wieder. Das müssten wir fast rotieren. Aber wir können es auch einfach auf Box setzen wieder. Ihr erinnert euch aus dem letzten Tutorial.
Und hier sehen wir, dass das ein bisschen klein ist eventuell, beziehungsweise ja, wie rum man es nimmt. Weniger Wiederholung, also weniger einstellen, 0,3 vielleicht. Besser, aber noch nicht so 0,1. Okay. So. Und das dann wieder in die Roughness. Und hier müsste ich jetzt schauen. Ich hatte ja vorher keinen Wert von 0. Das heißt, eigentlich müsste ich da grund. So, jetzt wurde ich ganz kurz unterbrochen. Also, was ich wollte, sagen wollte, ich habe jetzt hier so ein bisschen Imperfections, aber jetzt ist das Ganze auch wieder viel zu glatt. Und das möchte ich nicht. Deswegen werde ich hier diesen Wert, der momentan als Grundlage scheinbar ein sehr schwarzes Schwarz hat, werde ich dort wieder Math dazu nehmen und kann jetzt hier recht einfach, add past e, sage ich dort, wir wissen ja, dass die Rauheit ziemlich empfindlich ist, mache ich dort mal den Wert 0,01 dazu. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, dann haben wir jetzt wieder eine ganz leichte Streuung. Können wir den hier einfach mal anklicken und die Taste M und ihr schaut da rein? Ah. Da sieht man das. So leicht. Bisschen. So. Ist das wieder so ein bisschen leicht getönt. Und hier Imperfections könnte man auch wirklich als reine Kratzer machen. Da würde ich dann vielleicht das Ganze in die Normal Map eher einstecken. Könnte man auch mal probieren. Wobei Kratzer nach innen gehen. Das heißt, die Sachen, die 3D-mäßig für die Textur nach drinnen gehen, also Vertiefungen sind, sind ja schwarz. Und alles, was die Oberfläche ist, quasi auf Nullhöhe, ist 1. So, wir haben jetzt aber hier ein Bild, was grundsätzlich, oder beziehungsweise hier, ein Bild, was grundsätzlich 0 ist. Das heißt, wir müssen das Ganze invertieren. Und vielleicht nehmen wir da einfach ein Color Invert, zum Invertieren halt, ne? Und wieder Vector Bump. Können wir das wieder in die Height reinmachen, das in die Normal und das, was wir jetzt gerade ansehen, das stecken wir in den Invert rein. Und dann ist das umgedreht, sehr seicht. Und hier wieder vielleicht den Color Space auf Non-Color. Und dann schauen wir da mal rein. Und das sieht nicht so gut aus. Um Gottes Willen. So, jetzt mal hier die Stärke wieder. Warum ist denn das so? Gerade mal reinschauen. Dann gehen wir wieder auf sRGB. So. Nachschauen. Da. Immer noch ganz schlimm. Was ist da los? Schauen wir mal. Nee. Hier noch weniger machen. Das gibt's ja nicht. Warte. So. Okay, das sieht besser aus. Ja. Das ist schon recht stark. So viel würde ich da gar nicht haben wollen. Jetzt habe ich wieder was angefangen, ne? So, pass auf. Wir nehmen noch mal hier unsere Basis. Wir machen die Basis einfach ein bisschen schwärzer, weil hier sind wirklich so viele kleine Imperfections drin. Das könnten wir wahrscheinlich sogar mit einer Color Curve machen. Und sagen, die ist, Moment, da reinschauen, die ist einfach dunkler. Und dann hebt sich das hoffentlich auf. Ja, jetzt ist es wieder ganz wenig. Jetzt könnte man hier vielleicht mal versuchen, wieder ein bisschen aufzudrehen. Und sehen jetzt hier wirklich, dass die Imperfection Map, die Stöße oder was auch immer, dass das nach drinnen geht. Dass das so aussieht. Und ist doch gar nicht so schlecht. Sehr schön. Ja, könnte man dann natürlich auch wieder das an den Stellen dann auch ein bisschen stumpfer machen.
Aber eigentlich haben wir das ja auch. Genau, an den Stellen haben wir es eh stumpfer. Deswegen sieht das auch schon so gut aus. Gut, Leute, das sind die Imperfections. Ziemlich coole Sache. Ich habe das am Anfang gar nicht so benutzt, früher. Aber mittlerweile benutze ich es auch sehr gerne, weil es einfach so einen extra Touch gibt und einfach sehr schön aussieht. Und ja, cool, Leute. Ja, das Video war gewünscht gewesen und ich hoffe, es hat gefallen. Und von daher sehen wir uns beim nächsten Material-Tutorial. Macht's gut!